Hallo und herzlich willkommen zum großen Galileo Sommerspezial hier aus Las Vegas. Und Sie sehen es hinter mir, heute kümmern wir uns vor allem um den Orient. Ein Land des Orients, das ist gerade wegen der Fußball-WM 2022 immer wieder in der Presse. Katar, kleiner als Hessen und trotzdem das reichste Land der Welt. Nur wie die Menschen in Katar ticken, das weiß so richtig niemand, aber unsere exklusiven Einblicke zeigen sie. Das reichste Land der Erde. 7.500 Euro netto pro Monat verdient ein Bürger Katars, im Durchschnitt. Für Geschäftsmann Omar Al-Fadan sind das Peanuts. F40, F50, Enzo und LaFerrari, das sind die Ferrari Supercars. Und Sie besitzen sie alle? Ich habe mir die alle gekauft. Das Land strotzt vor Ehrgeiz. In einer futuristischen Sportakademie werden die Superstars von morgen geformt. Wir wollen unsere Schüler zu Weltmeistern machen. Die Hobbys der Katarer? Von traditionell bis durchgeknallt. Klar ist das gefährlich, Mann. Ein Land im Bauwahn. 7 neue Fußballstadien für die WM sollen schon in 4 Jahren fertig sein. Zeitdruck ausgetragen auf dem Rücken der ausländischen Bauarbeiter. Es ist echt beklemmend zu sehen, wie hier so viele Menschen auf einem Haufen einfach so durchgeschleust werden. Die Katarer sind ein stolzes Volk und manchmal sehr sensibel. Reiz mich nicht, steck das sofort wieder ein. Liebe. Galileo war 2 Wochen lang vor Ort und findet heraus, so tickt Katar. Wir fahren mitten durch die Wüste, auf dem Weg zu einer der einflussreichsten Familien im reichsten Land der Welt. Ein Jahr lang haben wir versucht, mit dem Bewohner einen Interviewtermin auszumachen. Heute bekommen wir endlich exklusiven Zutritt in sein Zuhause. Diese Wochenendresidenz ist so groß wie 3 Fußballfelder und auf keiner Karte verzeichnet. Plötzlich mitten in einer Autosammlung. Ich dachte, es wäre ein Haus. Hi, Sir. Wow. Hello. Colin. Eine riesige Auto- und Motorradsammlung. Geschätzter Gesamtwert der 80 handverlesenen Fahrzeuge 100 Millionen Euro. Das ist Ihr Gastgeber, Mr. Al-Fadan. Freut mich. Wie geht's? Wow. Das ist eine schwere Karte. Das ist kind of heavy. Thank you so much, Mr. Al-Fadan. Omar Al-Fadan. Seine Familie gehört zu den einflussreichsten im ganzen Land. Er ist absoluter Ferrari-Fan. Auf dieser Seite stehen die besten Ferraris aller Zeiten. Der GTO, F40, F50, Enzo und LaFerrari. Das sind die Ferrari Supercars. Und Sie besitzen sie alle? Ich habe mir die alle gekauft. Die stehen da drüben. Omar Al-Fadan handelt mit Luxusartikeln wie Autos und Uhren. Außerdem ist er Hotelier. Er besitzt die vielleicht imposanteste Ferrari-Sammlung der Welt, inklusive Speedboat. Sportautos mit vielen PS sind sein privates Hobby. 20 Mann Personal kümmern sich hauptberuflich um die Autosammlung des Multimillionärs. Dekorateure, Mechaniker, Kellner, Reinigungskräfte und natürlich Security. Alles soll glänzen und funktionieren, wenn der Besitzer mal spontan vorbeischaut. Die hochmoderne Halle hat Omar Al-Fadan speziell für seine Sammlung bauen lassen. Zum Schutz seiner wertvollen Autos hat er neben seinem Wachpersonal auch Überwachungskameras und Laserschranken einbauen lassen. Die Al-Fadans sind eine der wenigen Familien, die vom Emir von Katar exklusive Handelsrechte bekommen hat. Das heißt, verschiedene Luxusartikel werden nur über sie nach Katar importiert und verkauft. Wir vertreiben über 60 europäische Uhrenhersteller in der ganzen Golfregion. 7 große Automarken laufen in Katar exklusiv über uns. BMW, Mini, Rolls-Royce, Jaguar, Range Rover, Ferrari und Maserati. Sein Privathaus gleich um die Ecke möchte uns Omar Al-Fadan nicht zeigen. Dafür legt er uns seinen privaten Zoo ans Herz. 2000 Tiere und mehr als 100 verschiedene Arten leben hier auf einer Fläche von 2 Fußballfeldern. Die Auswahl entspricht dem persönlichen Geschmack des Besitzers. Das Wappentier Katars, die Antilope, ist gleich mit 7 verschiedenen Arten vertreten. Katar ist eine Halbinsel am Persischen Golf und nur halb so groß wie das Bundesland Hessen. Knapp 2,5 Millionen Menschen leben in dem Wüstenstaat.
Doch nur 300.000 von ihnen sind wirklich Katarer. Der Rest sind Gastarbeiter aus der ganzen Welt. Ein Katarer verdient im Schnitt ca. 90.000 Euro im Jahr. Das ist das höchste Pro-Kopf-Einkommen der Welt. Steuern erhebt der Staat darauf keine. Die Aspire Academy, eines der größten Trainingszentren weltweit. Der FC Bayern kommt seit Jahren für sein Trainingslager hierher. 7 Fußballfelder, ein überdachtes Stadion mit 15.000 Plätzen. Der Fokus des Sportzentrums liegt auf Fußball. Leichtathletik und Co. laufen nebenher. Baukosten 900 Millionen Euro. 5-mal täglich zu festen Uhrzeiten wird gebetet. Im ganzen Land. Und auch in der staatlichen Fußballakademie. Hier üben die Fußballer, die für Katar bei der WM 2022 im eigenen Land auflaufen sollen. Kinder und Jugendliche zwischen 6 bis 17 Jahren werden hier gecastet, gecoacht und ausgesiebt. An 5 Tagen pro Woche werden sie auf ein Leben als Profisportler vorbereitet. Konzentrierte Ballannahme, kurzes Dribbling und Abschluss. Die Spielerbeobachtung und Bewertung übernehmen katarische Funktionäre. Über jeden Fußball-Azubi wird präzise Buch geführt. Mujahed Mohammed, einer von über 50 hauptamtlichen Fußballtrainern, war früher selbst Profi. Wir folgen einer Philosophie. Wir wollen die Kinder gezielt entwickeln. Jede Woche absolvieren wir ein neues, präzise abgestimmtes Programm. Alles wird dem großen Ziel untergeordnet, eine starke Mannschaft für die WM 2022 in Katar. Bis zu 800 Kinder und Jugendliche besuchen die Akademie. 230 von ihnen wohnen auch hier. Jeder Tag ist durchgetaktet. Training steht nachmittags auf dem Programm. Vormittags halten 50 internationale Lehrkräfte Schulunterricht ab. Bedingung für die Aufnahme? Jeder Student muss hier geboren sein. Der Emir will bei der WM 2022 nur mit gebürtigen Katarern antreten. Noch 6 Jahre bis zur WM. Vor allem die 12- bis 15-Jährigen haben gute Chancen, 2022 für ihr Land spielen zu dürfen. Kurz nach Sonnenaufgang, 40 Kilometer außerhalb der Hauptstadt Doha. Hier finden wöchentlich Kamelrennen statt. Der erste Start ist heute um 6 Uhr. Ein traditioneller Lieblingssport der katarischen Oberschicht. Denn das frühe Aufstehen lohnt sich. Hauptpreis in jedem Rennen ist ein Auto. Das sind oft Bentleys und Lamborghinis. Hauptgewinne im 6-stelligen Bereich. Hier parken fahrende Preise für insgesamt über 30 Millionen Euro. Früher wurden die Kamele von Kindern geritten, um Gewicht zu sparen. Das hat der Emir inzwischen verboten. Jetzt erledigen das federleichte, ferngesteuerte Reitroboter. Die Besitzer fahren neben der Rennstrecke her. Sie haben eine Fernbedienung. Auf Knopfdruck gibt der Roboter dem Kamel einen Hieb, damit es schneller läuft. Rennkamele sind laufende Geldanlagen. Sie kosten bis zu 1 Million Euro. Ihre Trainer sitzen im Auto und reden ihnen über Funk gut zu. Das Rennen wird direkt ins Fernsehen übertragen. Außen kommt die Nummer 3 mit besonders viel Power. Damit hätte keiner gerechnet. Ein Wahnsinnssprint. Das ist der Führungswechsel. Wetten kann man auf Kamelrennen übrigens nicht. Das wäre schließlich Glücksspiel. Und das ist im Islam streng verboten. In Katar leben etwa 2000 Deutsche. Laura Wrede ist 31 und kommt aus München. Schon vor 5 Jahren ist sie in die Wüste ausgewandert. Sie versucht sich als Frau in der religiösen Männerdomäne zu behaupten. Guten Morgen. Na? Laura hat 2 Mitbewohner. Ramaz und Sherhat sind Falken und leben im Esszimmer. Bevor sie das Haus verlassen, bekommen die beiden eine Sichtschutzkappe. Die sensiblen Vögel werden so vor Stress geschützt. Jeden Morgen kontrolliert Laura die Falken auf der Waage. Die Gesundheit ist bei den mehrere tausend Euro teuren Raubvögeln extrem wichtig. Laura leitet eine PR-Agentur mit 10 Mitarbeitern. Jeden Morgen vor der Arbeit geht es aber erstmal in die Wüste. Ramaz und Sherhat brauchen Auslauf.
heute leisten Laura deutsche Freunde Gesellschaft. Laura ist die einzige Falknerin in dem streng muslimischen Land. Es ist der Nationalsport in Katar. Normalerweise trifft sie sich mit einer Gruppe einheimischer Männer zum Jagen in der Wüste. Dazu 200 bis 300 Meter lasse ich ihn schon fliegen. Aber der muss jetzt erstmal das sehen, ja? Zack, los! Der Falke ist einer der aggressivsten Jagdvögel. Mit seinen Krallen bringt er seine Beute zu Boden. Dann beißt er zu. Eine präzise Attacke. In 280 Metern Höhe hat Falke Ramas die Vogelattrappe auf Anhieb erwischt. Den Kopf bedeckt Laura immer mit einem Tuch. Dass sie die hiesige Kultur und Religion anerkennt und ihre Sprache spricht, hat ihr den Respekt der Katarer eingebracht. Laura ist angekommen in Katar. Sie hat sich ihre Stellung über den Sport erarbeitet. Das Khalifa-Stadion. Eine der größten und wichtigsten Arenen für die Fußball-WM in 6 Jahren. Die schlechten Arbeitsbedingungen auf den WM-Baustellen in Katar stehen immer wieder hart in der Kritik. Galileo-Reporter Cornel Bunz und sein Team wollen sich selbst ein Bild vor Ort machen. Wir haben lange für diese Drehgenehmigung gekämpft. Interviewen dürfen wir allerdings niemanden. Die Organisatoren zeigen uns die gesamte Baustelle. Wir dürfen drehen, wo wir möchten. Sicherheitsmängel sind hier und an diesem Tag nicht erkennbar. Mehr als 2000 Arbeiter sind auf dieser Stadionbaustelle täglich beschäftigt. Das Mittagessen wird in 2 Schichten durchgeführt. Als die Kamera aus ist, erklärt uns einer der Organisatoren stolz, dass man hier bis zu 1500 Menschen in nur 20 Minuten satt bekommt. Es herrscht gespenstische Ruhe. Keine Tischgespräche, kein Smalltalk. Es ist echt beklemmend zu sehen, wie hier so viele Menschen auf einem Haufen einfach so durchgeschleust werden. Jeder bekommt das Gleiche auf den Teller, schnell essen und dann zurück auf die Baustelle. Die meisten Arbeiter kommen aus Indien, Pakistan oder Nepal. In Katar verdienen sie etwa 400 Euro im Monat, viel mehr als zu Hause. Sie schicken das meiste des Lohns in die Heimat. Mit den Umständen, so wirkt es, haben sie sich arrangiert. Eine Stunde Pause. Viele haben 15 Minuten fürs Essen angestanden. Dann geht's zurück an die Arbeit. Denn die Zeit drängt. Bis heute besteht Katar vor allem aus der Großstadt Doha. Der Rest des Landes ist weitgehend Wüste. Rund um die WM-Stadien entstehen jetzt neue Wolkenkratzer-Siedlungen. Eine unterirdische Metro soll die Spielorte und zentrale Plätze miteinander verbinden. Bis zu 200 Milliarden Euro investiert das reichste Land der Welt bis zur WM 2022 in seine Infrastruktur. 800.000 ausländische Bauarbeiter arbeiten in Katar. Sie werden früh morgens auf die Baustellen gefahren und abends zurück in ihre Sammelunterkünfte gebracht. Wir haben die Organisatoren gebeten, uns eines der Quartiere zu zeigen. In einem SUV holt uns dieser Regierungsmitarbeiter ab. Es gibt immer wieder Berichte über miserable Zustände in solchen Unterkünften. Auch Amnesty International hat einen sehr kritischen Report veröffentlicht. Wir besichtigen jetzt offenbar die nagelneue Vorzeigeeinrichtung. Zuerst bekommen wir ein Image-Video zu sehen. Dann besichtigt die ganze Delegation aus offenbar ranghohen Mitarbeitern mit uns die Unterkunft. Der Termin findet am frühen Nachmittag statt. Fast alle Arbeiter sind noch auf den Baustellen. Das ist ein typischer Raum für 4 Arbeiter. Hier das Bett mit Vorhang. Da können Sie Ihre Sachen aufhängen. Jeder hat einen Schrank. 100.000 Arbeiter leben in diesem Komplex, bestehend aus hunderten baugleichen Gebäuden. Hier werden Frühstück und Abendessen serviert. Alles sehr sauber, fast schon steril. Wir treffen einen Bewohner, können uns aber nur bruchstückhaft mit ihm verständigen, da er kaum Englisch kann. Leben Sie hier? Ja. Gefällt es Ihnen hier? Ja, gut. Ist gut? Haben Sie genug Platz? Ja, das geht schon. Mit Ihren Freunden? Ja,
Ja, hier wohnen noch drei andere. Sind Sie zufrieden? Nach vielen negativen Berichten über alte, verdreckte und überfüllte Unterkünfte wollen die Organisatoren mit diesem sterilen Wohnsilo offenbar zeigen, dass sie die Kritik ernst nehmen. Also ich hätte, glaube ich, lieber einen echten Eindruck von diesem Arbeiterpark bekommen. Aber das ist, glaube ich, so die Herangehensweise, wie man das hier machen möchte. Wenn die Medien kommen, dann kriegen sie ein ganzes Konglomerat an Leuten zur Seite gestellt. Man wischt einmal frisch durch. Und jetzt fahren wir hier mit dem Golfkart einmal zur Aussichtsfahrt über die Anlage. Dieser Wohnpark erfüllt mit Sicherheit die internationalen Anforderungen. Ob alle Baustellenarbeiter in Katar auf diesem Niveau leben oder ob das nur der Einblick ist, den man unserem Team gestattet hat, bleibt fraglich. Khaled Abdel Fattah ist im Irak geboren und hat schon auf der ganzen Welt gelebt. Seit 6 Monaten arbeitet er als Makler in Doha. Sein Spezialgebiet? Luxusimmobilien. Die Kataris wollten größere Wohnungen zu haben, größere Penthouse. So sind die Kataris. Ja, die suchen was ist speziell. Das ist das, ja. Geld ist überhaupt keine Frage. Sein heutiger Kunde sucht ein Penthouse-Apartment mit mindestens 500 Quadratmetern Wohnfläche. Hallo, es ist mir eine Ehre. Wie geht's der Familie? Danke, sehr gut. Lassen Sie das Auto einfach stehen und folgen Sie mir bitte. Die Anlage umfasst über 60.000 Wohnungen und ist fast fertig. The Pearl, die Perle, ist eine komplett künstliche Insel. Eine Wohnung kostet zwischen 500.000 und 5 Millionen Euro. Spa-Bereich, Fitnesscenter und ein riesiger Swimmingpool gehören zur Standardausstattung. Mr. Mohamed, willkommen zu Hause. Der Katarer ist 28. Seine Familie verdient ihr Geld im Baugewerbe und mit Aktienhandel. Gesamtvermögen über 100 Millionen Euro. Die Familie besitzt bereits diverse Immobilien. Das Wichtigste, ihr romantischer Ausblick für die ganze Familie. Allein dieser Balkon umfasst 100 Quadratmeter. Der Kunde macht Fotos. Für den Makler ein gutes Zeichen. Es könnte Interesse bestehen. Auf der dritten Terrasse kommt der Makler dann zum Wesentlichen. Wir haben die besten Preise der Stadt. Dieses Apartment kostet 2,5 Millionen Euro. Ich verspreche Ihnen, das ist ein Investment für die Zukunft. Diese Immobilie wird im Preis niemals sinken. Aber ich habe noch ein weiteres Penthouse. Wollen Sie es sehen? Ja, klar. Hat der reiche Katarer wirklich Interesse? Wird er am Ende kaufen? In den Sommermonaten herrschen tagsüber bis zu 50 Grad im Schatten. Katars Hauptstadt Doha erwacht daher erst nach Sonnenuntergang zum Leben. Der Souk, ursprünglich ein traditioneller Markt, ist das Herz der Metropole. Auswanderin Laura Wrede will Abdullah ihren deutschen Freunden vorstellen. Hallo, freut mich sehr. Der Katarer ist einer von Lauras engsten Freunden. Doch nach kurzem Hallo verabschiedet er sich überraschend wieder. Verabredungen werden hier nicht so ernst genommen. Bei Terminen jeder Art merkt Laura, wie groß der Unterschied zwischen Deutschland und Katar sein kann. Das Deutsche, das ist natürlich, wenn man direkt aus Deutschland hierher kommt, ist der Kontrast sicherlich definitiv stärker. Ja, mein Hammer! Abdullah ist tatsächlich zurückgekommen. Laura kleidet sich ähnlich wie katarische Männer und sie nimmt mit ihren Falten als einzige Frau an großen Events teil. Das beeindruckt ihn. Laura ist für mich eine ganz besondere Freundin. Sie gehört inzwischen zu meiner Familie. Abdullah kann nicht zum Essen bleiben. Er muss wieder los. Die Rechnung für die ganze Gruppe will er trotzdem begleichen. Laura schreitet ein. Dein Verhalten ist nicht akzeptabel, reiz mich nicht. Laura, steck das sofort ein. Eigentlich eine Kleinigkeit, doch der Streit eskaliert. Abdullah ist wütend. Er nimmt Laura zur Seite.
Mach das nie wieder. Das sind unsere Gäste. Ich muss das machen. Du kennst meine Familie und unsere Kultur. Abdullah hat sich durchgesetzt. Er bezahlt und geht. Laura sieht ihr Missgeschick ein. Die Araber sind wahnsinnig großzügig, speziell bei Gästen. Und die fühlen sich verpflichtet, einzuladen, weil das ist denen ihre Gastfreundlichkeit. Und deswegen, alles andere ist eine Beleidigung. Und alles andere ist eine Beleidigung. In Katar dominiert die Küche aus den arabischen Nachbarländern. Eierspeisen werden mit Fleisch, Käse und Gewürzen verfeinert und dann in hauchdünne, frisch gebackene Brotfladen gerollt. Einer bestellt für den ganzen Tisch, dann wird geteilt. Der Reichtum Katars kommt nicht nur vom Erdöl, sondern vom Gas. Ein Siebtel der weltweiten Gasreserven gehört dem klitzekleinen Wüstenstaat. Staatsform ist die Erbmonarchie, Regierungschef der Emir. Er lässt sich bei seinen Entscheidungen aber von einem Gremium beraten. Fast alle Topjobs in Verwaltung und Wirtschaft werden von den wenigen Einheimischen bekleidet. Großzügig, die Krankenversicherung bezahlt der Staat. Am Wochenende verlassen die Einheimischen die Stadt. Wir müssen tief in die Wüste. Dorthin, wo die Dünen bis zu 70 Meter hoch sind. Es gibt keine festen Uhrzeiten und keine genauen Treffpunkte. Mit teuren SUVs rast der vermögende Nachwuchs durch die Wüste. Die einen zeigen, was sie können, die anderen schauen lieber zu. Frauen sind nicht dabei. Dieses Hobby ist eine weitere Männerdomäne. Das hat hier Tradition. Wir lachen die Anfänger aus, wenn sie stecken bleiben. Es ist wirklich schwierig. Man braucht viel Erfahrung, um in den Dünen klarzukommen. Eine Unachtsamkeit, dann kippt der Wagen und purzelt ungebremst den Sandberg hinunter. Zurück auf der künstlichen Edelinsel The Pearl. Makler Khaled Abdel Fattah zeigt seinem vermögenden Klienten das nächste Luxusappartement. Auch dieses Penthouse reicht über zwei Etagen und punktet mit gigantisch großen und hohen Räumen. Besonderes Highlight: das Badezimmer. Viel besser als der öffentliche Spa-Bereich, ihr persönliches Dampfbad. Alter Maklertrick: die Kundschaft für die Preisfrage in die schönste Ecke locken. Sind Sie bereit für den Preis? Sie werden überrascht sein. Der Preis beträgt 2,4 Millionen Euro. Wenn Sie dieses Penthouse mit dem ersten vergleichen, was denken Sie? Als Investment ist das hier besser. Für die Familie das erste. Nehmen Sie einfach beide, dann gibt's noch Rabatt. Wer im reichsten Land der Erde Geschäfte machen will, muss sich an die dortigen Gepflogenheiten gewöhnen. So wie Makler Khaled Abdel Fattah. So tickt Katar. Wenige einflussreiche Einheimische teilen Geld und Macht unter sich auf. Für Fremde ist es nicht einfach, hier Fuß zu fassen. Das Land ist extrem ehrgeizig und stampft eine Fußball-WM aus dem Wüstensand. Um jeden Preis.